grüßen Rom und Sterne, ein Schildermeer. Mit Grüßen aus der Ferne, ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, 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 Bagweh, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft wahr. Dubai und Brasil, Malaysias Nachbar ist Sydney. Von dort zwei Schritte bis zum Broadway. Draffler aus aller Welt sind da, von Alaska bis Kanada. Und Kerzenlichter leuchten für Frieden. The Signs of Fame. Ihr grüßen Rom und Sterne, ein Schildermeer. Mit Grüßen aus der Ferne, ich hab so Fernweh, Fernweh, Sehnsucht auf fremde Länder. Fernweh, Fernweh, ist die ganze Welt so nah und Träume werden oft wahr. Ihr grüßen Rom und Sterne, ein Schildermeer mit Grüßen aus der Ferne. 24 Stunden, nachdem wir am K2-Gipfel waren, bei 47 Grad, war ich in Islamabad bei fast genau 50 Grad plus. Das an dieser ganz großen Kälte, was 100 Grad. Auf einmal wirst du in die Hitze reingeschmissen. Die 50 Grad Kälte ist okay, aber die 50 Grad Kälte, das ist ganz schön. Bei mir ist es ja umgedreht, also 50 Grad Kälte, eigentlich so nicht. Ich hätte auch mal. Ja. Wir legen los. Pass auf. Mein Name ist Max Beer, ich bin selber Reisedokumentarfilmer. Ich bereise in über 40 Jahren die Welt. Wir haben begonnen in Indien, Nepal, Thailand, Sahara-Expedition schon 1978. Drehe ich Reisekulturfilme und durch meine Reisen in der Welt weiß ich eben, wie wunderschön unser blauer Planet Erde ist und wie dumm der Mensch ist, der Krieg, Terrorismus, yeah. Macht und Geldgeilheit und religiösen Fanatismus so viel Leid über Unschuldige bringt. Und deshalb habe ich gesagt, ich möchte ein Zeichen setzen. Und dann war ich in Kanada gewesen, in Hudson Lake, und dort steht der Original Signpost Forest. Es ist ein Schilderwald mit über 70.000 Ortsschildern aus der ganzen Welt. Ah ja, ja. Das ist beim Bau des Alaska Highways begonnen. Genau. Gerade ein amerikanischer GI Heimweh hat seinen Heimatort auf ein Schild genagelt, an den Highway gestellt. Andere Touristen haben das gesehen an den Trucks. Und jetzt sind dort heuer, bis zum heutigen Tag, über 70.000 Ortsschilder aus der ganzen Welt. Ganz genau. Ja. Das ist aber sehr urig auch. Mit Elchgeweihen, Goldschürfpfannen und Wanderschuhen. Aber sowas kann man in Deutschland gar nicht machen. Aber ich habe gesagt, ich bringe diese Idee nach Deutschland. Denn ich möchte auch ein Zeichen setzen. Und deshalb wurde der Fernwehpark, so schaut er hier aus, mit Schildern aus der ganzen Welt, bewusst an einem magischen Datum errichtet. Nämlich am 9. November 1999, 10 Jahre nach dem Fall der Mauer, als Zeichen eben für grenzenlose Freiheit und für Völkerverständigung. Und das Projekt steht eben gegen Rassismus, gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Antisemitismus und für die Erhaltung der Lebensräume auf unserem wunderschönen blauen Planeten Erde. Also für Umweltschutz und für Klimaschutz. Und im Ganzen integriert haben wir den sogenannten Science of Fame, die Schilder der Berühmtheiten, wo also wir Stars finden und berühmte Persönlichkeiten aus Musik, Film, Bühne und Sport, ja, und auch Extrembergsteiger, Sportler ein Zeichen zu setzen. Sie werden also geehrt für ihre Erfolge, in ihrem Fall für ihre Bergsteigen-Erfolge. Und
wie zum Beispiel auch der Dalai Lama, hat ja der Mario auch schon getroffen, hat ein Schild zitiert, oder Henry Maske, oder Hans-Dietrich Genscher, Kevin Costner, Arnold Schwarzenegger, Philipp Lahm. Also über 400 Stars werden mit ihren Starschildern geehrt und drücken ihre Hände in den Ton, wie wir hier eine Tonschale für sie mitgebracht haben, als symbolisches Heben der Hände für eben genannte Werte, vor allen Dingen für die Erhaltung der Umwelt, Klimaschutz und was es muss. Und alles das, die Mario hier zu diesem fantastischen Freiträumer-Festival schon mitgebracht haben, wie die Huberburn, dann Markus Lanz, Joe Kelly und Reinhold Messner, den haben wir schon vor 20 Jahren aufgenommen in Design zur Fee. Da hatten wir noch Ton, richtigen Beton. Aber seine Hände in Beton gedrückt. Bei uns geht es einfach, einfacher, Herr Kammerlander, wir haben Spezialton. Und jetzt darf ich Sie einfach mal bitten, in die Knie zu gehen. Im Hintergrund im Fernsehpark, ich erkläre es dann immer. Und zwar schaut es so aus. Beide Hände mit gespreizten Fingern so wechselseitig anlegen, mit der linken Hand rein und mit der rechten Hand jeden Finger fest eindrücken. Und wenn dann der Ton die Körperwärme angenommen hat, am Anfang hat man das Gefühl, das geht etwas schwer, dann gleiten die Finger fast wie von selber. Ja. Okay, jetzt darf ich Sie mal bitten, die Hände anzulegen. Genau. So ungefähr. So, und die andere Hand auch schon mal. Und dann schauen wir doch schon mal zu unserer Fotografin. Und ich springe immer mal aus dem Bild, dass Sie nur alleine drauf sind. Ja, sehr schön, ja. So, und jetzt beginnen wir schon mal. Also mit der linken Hand rein und mit der rechten jeden Finger eindrücken. Ganz fest, bis zur Schmerzgrenze. Aber das sind Sie ja gewohnt. Ich war ja, bevor ich mit diesem blödsinn Berg begonnen habe, war ich Maurer. Also ich habe mit Ton da haben Sie Ton Kraft gehabt. In den Händen. Das kommt vom Klettern, aber ich habe mit Ton da immer arbeiten müssen. Ja. Also, das kommt dann immer etwas auf die Konsistenz vom Ton an. Manche ist etwas weicher, manche etwas härter. Aber wenn Sie richtig fest drauf trinken, dann merken Sie, wie der Ton reingeht. Ja, wie, ne? Ich habe eigentlich die Tonschale mitgebracht, die am neuesten ist, die eigentlich am weichsten sein müsste. Das ist ja gar kein Problem, das geht. Ja, aber da bin ich immer etwas angewiesen, je nachdem, wie der Ton angeliefert wird. Aber der Mario, der hat ja seine Hände auch schon hier im Ton verewigt, das ist ja klar, dass er mit aufgenommen werden muss unter die tollen Abenteurer. Ja, ich merke, heute ist etwas schwieriger, aber... Ja, wer Kraft am Fels ausgibt, der kommt auch in den Ton rein. Kann man ja reindrücken, ja. Die Platzen halten das schon aus. Man merkt es dann. Die müssen ja nicht ganz dran sein, die müssen so... Ja. Also die müssen ja nicht... Nee, je tiefer natürlich, desto schöner schaut es aus, aber... Und beim Drücken, da kann man leider, schauen Sie doch einmal zu unserer Fotografin. Und alleine noch mal festdrücken und schauen. Jetzt kommt ja bald Ihr Kinofilm raus, oder? Oder läuft der schon? Der läuft schon. Der läuft schon im Dezember, ja. Ja. Da hoffe ich, dass ich den auch mal sehe. Schön. Also ich glaube, die Problemzone ist der Handball, wenn man vielleicht aber noch mit voller Action auf den Handball geht. Ja. Ich glaube, das ist anstrengender, als einen 5000er zu besteigen. Wir verlangen heute bei Ihnen alles ab. Das ist schon gut so. Vielen Dank. Aber ich glaube, das ist gut, die eine Hand. Na? Wir können jetzt schon mal rausnehmen und mal schauen, wie es wird oder wie es geworden ist. Großer Augenblick. Ja! Das ist doch schon schön. Man sieht sogar die Lebenslinien hier. Ja, jetzt kann man es gerne noch ein bisschen reindrücken. Aber. Jetzt machen wir mal die rechte Hand und dann gucken wir mal. Jetzt haben wir ja schon mal geübt. Die rechte ist so? So, ja, genau. Bis auch man kann individuell. Ach, bis ja, so? Das andere war immer sehr uniform gewesen und darum haben wir gesagt, wir lassen das jetzt einfach mal völlig individuell.
kann natürlich an den Fingern auch mal mithelfen. Das geht doch. Das geht, ja. Super. Sind wir auf die andere Seite? Ja, ich glaube das. Ja. Rechte Hand geht erstaunlicherweise immer tiefer rein. Egal ja, welches Datum es ist, ist irgendwie komisch. Gut, wenn man vielleicht Rechtshänder ist, aber ich glaube, Sie haben ja in beiden Händen so viel Kraft, Sie können sich ja nicht auf eine Hand spezialisieren. Oder gibt es da irgendeine Hand, wo Sie sagen, da habe ich mehr Kraft, mehr Power? Eigentlich gar nicht. Aha. Also solche weltberühmten Hände, die sich an Felswände geklammert haben, an 8000er, oder? Was ja, war der höchste Berg? Der war schon Everest. Mount Everest. Aber da brauchen wir die her. Nicht so festhalten, weil er nicht so steil ist. Das, ja. Die Felswände, die erfordern natürlich mehr Kraft in den Händen. Herr Kammerlander, ich glaube, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Da können wir schon mal. Ja, super. Hervorragend. Ne? Das ist ein bisschen tiefer noch. Ja, ich glaube, das lassen wir einfach, sonst gibt es nämlich Geisterschatten, wenn man noch einmal reingeht genau. Und vielleicht nicht direkt in die gleiche Stelle trifft. Jetzt darf ich Sie aber trotzdem noch einmal in die Hocke bitten, ja, klar. Weil jetzt wollen wir natürlich das Ganze auch noch signieren. Was geht jetzt hier? Ja, einfach Ihren Namen hier unten rein malen, aber halt in Schreibschrift. Ne? Ja. So, Herr Kammerlander, bitte jetzt noch einmal in die Hocke, denn jetzt kommt unser wichtiges Zeichen, denn jetzt heben wir diese Hände, Ihre Hände symbolisch gegen Rassismus und für eine friedvolle Welt. Einfach so aufheben und jetzt schauen wir schon mal in die Kamera und übernehmen das Zeichen und alleine. So, und jetzt finden wir den Marco wieder zusammen. Machen wir nochmal. Das werden wir uns ja auch anzeigen. Können wir aber den Tag umdrehen, oder? Jetzt machen wir es nochmal. Machen wir es nochmal. Wir zusammen. Bitte. Von oben runter, sehen wir. Schön. Jetzt bleiben wir nochmal so. Und jetzt wollen wir natürlich unsere Zuschauer noch zeigen, wie das Ganze geworden ist. Das geht uns weiter. Das ist ja ganz was Simples und toll. Na gut, die Idee ist mit dem Ton, das ist ja ganz toll. Das ist ein Spezialton, den der Hofer Töpferladen einmal entwickelt hat. Wie schon gesagt, früher hatten wir wirklich Beton und dann war die Konsistenz teilweise recht schwierig. Ja, ja. Und wenn er dann zu stark angezogen hat, vielleicht der Künstler oder der Star oder der Fernseher ihm aufgehalten wurde und etwas später kam, selbst rein mit Messner war zu spielen. Wir haben dann noch richtigen Beton, kam kaum in den Händen rein. Es gab wirklich nur Fragmente zu sehen vom Reinhard. Ja, so trocken war das. Ja, und dann haben wir uns irgendwas einfallen lassen, dass der Ton nicht so stark wird, nicht so stark anzieht. Und deshalb gab es diesen Spezialton. So, und jetzt halten wir das mal. Und dann haben wir natürlich alles auf einem Bild. Dankeschön. Halt's nochmal. Und bei dieser Gelegenheit stellen wir unseren Stars, die wir Design zu Film aufnehmen, auch unsere Fernwehfrage. Herr Kammerlander, Sie haben so viel von der Welt gesehen, Sie haben so viele tolle Berge
bestiegen. Gibt es noch irgendeinen Traum? Entweder ein Land, es muss nicht unbedingt ein Berg sein, wo Sie sagen, dieses Land hat mich fasziniert mit seinem Menschen, mit seiner Kultur, oder das war eigentlich der tollste Berg, den ich in meinem Leben bestiegen und bezwungen habe. Natürlich, Berg ist schwer, weil es gibt viele schöne Orte. Das tollste Land, ich kann es ohne Zweifel, Nepal. Ja. Ich war oft da und werde auch wieder dorthin zurückgekommen, das ist mein Hauptziel. Ja. Ich bin wegen den Bergen in das Land gefahren und wegen den Leuten, ja, immer wieder dorthin zurückgekehrt. Ich bin auch eine Aufwendemacher, ich habe auch nebenher bereist, also Nepal und Indien, Nordindien und Südindien. Es sind einfach Länder, die faszinieren. Unbeschreiblich. Die Menschen, die Kultur, die Ursprünglichkeit, ist ja eigentlich ganz fantastisch. Ja, vor allem die Bergvölker, die faszinieren mich. Und ja, jedes Mal aufs Neue. Doch, habe viele gesehen und war immer wieder begeistert. Aber Nepal ist halt nicht so schön. Aufgrund, ja, natürlich, es war meine erste Reise vor Jahren. Mhm. Und dann eben diese Kulturen, die Landschaften, die Berge, alles zusammen ist für mich halt einfach die perfekte Reise. Top. Die Mischung. Da kann kein schöner Schlusswort sein. Sie haben Ihre Hände für eine friedvollere Welt gegen Ausländerfeindlichkeit keinen Ton gedrückt. Die Menschen der Welt, die sind so fantastisch mit ihren fremden Kulturen. Die muss man akzeptieren, die muss man tolerieren. Und alle Menschen der Welt können in Frieden zusammenleben. Ja. Und wir alle, die die Welt gesehen haben, und Sie vor allen Dingen, finden wir ganz toll, dass Sie heute die Zeit gesetzt haben. Gleichzeitig für Sie als Ehrung. Ganz, ganz auch gerne. Als optisches Zeichen für eine friedvolle Welt. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Alles Herzliche. Ja, Dankeschön auch. Bitteschön. Ich hoffe, Franz. Ja, so. Ich hoffe, so. Okay, ganz herzlich. Danke.